Hallo, meine lieben Grillfreunde. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Grillcoach Gerrit. Die Vorfreude ist groß. In den nächsten Tagen startet die Fußball-EM 2021. Und was fällt mir dazu ein? Von unserem guten alten Lothar Matthäus. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Nach dem Intro. Ich zeige euch heute ein Schweinefilet nach Caprese-Art, also ein italienisches Gericht. Und wie sollte es anders sein, um eine kleine Hommage an den guten alten Lothar zu machen, gibt es auch noch einen spanischen Einschlag. Und was wir dafür alles brauchen, Leute, das zeige ich euch jetzt auf dem Brett. Wir benötigen heute ein Pesto Rosso, einen Mozzarella-Käse, ein paar eingelegte Tomaten, bunten Pfeffer, Prosciutto-Schinken, Basilikumblätter und was das Ganze dann diesen bisschen spanischen Flair gibt, ist das Schweinefilet von gourmetfleisch.de und zwar ein Iberico. Ne, das macht es ein bisschen zu Madrid. Die ganzen Zutaten, die schreibe ich euch natürlich noch mal unten in die Infobox, das seid ihr ja so gewohnt. Und jetzt starten wir damit, dass wir das Fleisch vorbereiten. Schauen wir uns das Fleisch aber vorher einmal an. Das sind jetzt 360 Gramm. Das wird für uns mit Beilagen jetzt für zwei Personen reichen. Ja, dann schneiden wir es mal an. Ich nutze jetzt übrigens ein Ausbeinmesser. Holen wir das mal raus. Also wenn ihr mal wirklich Premium-Fleisch und beste Qualität haben wollt, dann guckt mal in den Shop von gourmetfleisch.de. Kann ich euch wirklich empfehlen. Das tupfen wir jetzt hier mal ab. So abgetupft ist das. Und jetzt seht ihr, ein schöner Strang Iberico-Filet. Gucken wir nochmal, ob wir was abschneiden. Hier vorne, ach, das ist alles weiches Fett. Das lassen wir. Freunde, hier geht gar nichts mehr runter. Ideal. So, dann legen wir uns das hin, weil das wollen wir heute füllen. Und dann setze ich mit dem Messer vorne so 1 Zentimeter vorher an und schneide mir hier eine Tasche rein. Nicht tief, wirklich nur, ja, ich sag mal, einen halben Zentimeter. Dann klappen wir uns das Ganze mal auf. Und dann gehen wir mal so tief, dass wir es aber auf alle Fälle nicht durchschneiden. So, Freunde, hier vorne geht noch ein bisschen. So, und um noch ein bisschen mehr reinzubekommen, setze ich jetzt hier vorne noch mal an. Können wir hier auch noch mal reinschneiden. Da kann man sich das so ein bisschen auseinanderdrücken. Wichtig ist halt, dass es dicht bleibt, ne? Das machen wir jetzt hier auch noch mal. So, Freunde, das passt mir jetzt wunderbar. Hier haben wir jetzt einiges am Platz für unsere Füllung. Zu Beginn kommt erstmal das Pesto Rosso rein. Das streichen wir hier ordentlich einmal in das Filet rein. Ruhig in alle Ritzen. Dann habe ich hier jetzt meine Basilikumblätter. Da zupfen wir uns jetzt ein paar Blätter ab. Und die lege ich dann jetzt einmal hier in das Pesto. Das mache ich jetzt mal fertig und dann seht ihr, wie es aussieht. So ungefähr sieht es dann aus. Im nächsten Schritt kommen wir dann zum Mozzarella. Da schneide ich mir jetzt kleine Scheiben runter. Die lege ich mir hier mal oben drauf. So, wer um Geografie aufgepasst hat, der sieht auch schon so ein bisschen die italienischen Farben. So, der Mozzarella ist nun auch drin.
geht es weiter mit den eingelegten Tomaten. Die schneiden wir uns auch so in Streifen. Und legen die dann auch mit rein. So, die Füllung ist drin. Kommen wir jetzt zum Schinken. Freunde, wer sich auskennt, erkennt, hier handelt es sich nicht um Prosciutto wie angegeben, sondern um Serrano-Schinken. Ich habe keinen guten Prosciutto bekommen. Ich habe mir hier Serrano-Schinken ein bisschen dicker schneiden lassen, damit ich den auch ein bisschen wickeln kann. Habe ich gedacht, passt auch, aber normalerweise hätte ich jetzt Prosciutto genommen. So, dann werden wir mal das ein Stück zur Seite legen und machen uns hier aus dem Prosciutto bzw. aus dem jetzt Serrano. Ich sage jetzt mal nicht ein Bacon-Netz, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Kleine Fläche. Ja, Freunde, ihr seht, ich brauche jetzt hier noch einen sechsten. So, nochmal schnell zwei Scheiben geholt. Mal gucken, ob wir die noch brauchen. Und jetzt kommt das Schwierigste. Wir werden das Ganze mal einmal so ein bisschen zusammendrücken. Und dann schlagen wir einmal eng den Schinken hierüber ein. So, Freunde, die Vorbereitungen sind fertig. Das Schweinefilet ist gefüllt und mit Schinken umschlossen. Jetzt geht's los zum Grill. Ich nutze heute wieder meinen Broil King Gasgrill. Und da habe ich hier jetzt schon mal eine Wasserschale positioniert. Die nehmen wir auch quasi für den indirekten Bereich, weil ich werde außen mit ein bisschen mehr Leistung fahren und innen auf niedrigster Leistung. Und dann setzen wir das mal drauf und dann fahren wir das Ganze so bei 160, 180 Grad. Messen wir jetzt zwischendurch mal mit dem Einstechthermometer. Circa 25 Minuten später schauen wir mal nach. Mal gucken. Das muss runter und eigentlich nur so ein bisschen über 60 Grad. Aber das ging doch schneller, als ich gedacht habe. Das nehme ich mir jetzt auf mein Brett und dann werden wir es mal anschneiden. Also der Schinken, schön kross, dann werden wir mal mittig. Oh Leute, der Saft. Das sieht gut aus. Und dann werden wir mal ein Stück abschneiden und probieren. So, Freunde. So sieht's aus. Das Fleisch. Super zart. Die Füllung. Und der Schinken. Schön knusprig. Wir werden jetzt erstmal essen und dann spreche ich gleich nochmal ein Fazit. Schweinefilet Caprese Art, das kann man echt mal machen, Leute. Richtig lecker. Bei uns gibt es gleich noch einen frischen Salat mit Balsamico angemacht und ein bisschen Weißbrot dazu. Feine Nummer. Ich möchte jetzt auch noch einmal Danke sagen an meine Abonnenten. Und zwar, ihr wisst ja, ich bin Teil der Barbecue Football EM. 24 Barbecue Kanäle machen 24 Gerichte zu 24 EM-Teilnehmer. Wir haben ja Schweden gezogen, das Video folgt noch. Und zu einem guten Zweck verkaufen wir dafür ja auch noch ein Rezeptbuch. Das Rezeptbuch wird ab dem 1.6. über den Online-Shop der Grillshow erhältlich sein. Und drei meiner Abonnenten, denen möchte ich das schenken. Also wenn du dabei sein möchtest, dann sende mir bis 31. Mai eine E-Mail an diese Adresse mit dem Betreff "Ich möchte das Rezeptbuch". Dann verlose ich das oder mache die Auslosung dazu und dann sende ich dir über den Online-Shop das dann zu. Erfreue dich dessen, vergesst auch nicht die Verlosung, da gibt es eine richtig geile Aktion noch weiterhin zu
Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Aktion und auch mit der Fußball-EM. Und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder, wenn es heißt Grillkutsch Gerrit Time. Ciao, Leute!